Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Spielen mit dem Grinch. Ich bin so gespannt, wie das Update ist. So war es von Let's Go. Es sieht sehr weihnachtlich aus, sehr süß, ein bisschen angry. Und gibt es hier irgendwas Besonderes? Unendlich Leben, das wäre eigentlich ganz gut für mich. Ein Lichtschwert fände ich eigentlich auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Medizinisches Kit. Ich überlege gerade, ob ich mir das lieber mal hole. 52? Okay, für euch. Für euch mache ich das, okay? Gönn mir mal was hier. Weil Weihnachten ist 600 Robux. Nee, da revive ich lieber. Aber es sieht so süß aus mit dem Lebkuchenhaus. 12 Spieler sind wir. Bestimmt gehen wieder alle raus. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Warum gehen immer alle raus? Kann mir jetzt mal jemand erklären? Warum hauen immer alle ab? Okay, es geht los. Wähle einen Charakter. Babyjunge, Babymädchen, Elternteil ist gelockt. Also wir können nur Babymädchen sein. Oh, sieht wie süß aus. Guckt euch das mal an. Hallo Kinder, ich bin Riley, dein neuer Babysitter. Diesmal andersrum, ich babysitte nicht. Deine Eltern sind vor ein paar Tagen in Urlaub gegangen. Ich frage mich nur, was der Grinch machen wird. Also kümmere ich mich um euch. Oder hat jemand ein Grinch-Outfit an? Wie cool. Ich habe eine Schnitzeljagd eingerichtet, damit ihr das Haus erkunden könnt. Finde im Haus versteckten Lutscher. Okay, können wir jetzt loslegen? Okay. Lutscher finden! Hier sehe ich einen. Das ist meiner. Mein Lutscher. Müssen wir noch nach oben? Da hinten liegt einer, da geht aber jemand gerade hin. Ist hier in der Küche was? Wahrscheinlich nicht. Oben? Können wir oben gucken? Da sind doch bestimmt noch welche. 9 von 10 haben wir schon gefunden. Ich glaube nicht, dass oben noch einer ist, oder? Jetzt haben wir alle. Okay, schnell wieder zurück nach unten. Tolle Arbeit, ihr habt sie alle gefunden. Dieses Haus ist toll. Ja, ich kann es nicht erwarten zu spielen. Ja, lasst uns alle spielen. Ihr Windelpupser. Ihr könnt mal spielen, aber lasst uns zuerst essen. Nein, ich will nicht essen. Ich will spielen. Was wollt ihr essen? Pizza, Hotdog. Cheeseburger, Pommes, Happy Meal. Oh, Alter, ich sag's, oder? Das war nur Scherz. Was nehme ich jetzt? Hamburger. Alter, das beste Essen, ne? Was ist das für eine Babysitterin? Keine würde das machen, oder? Okay. Was? Sandwiches? Sag mal, Leute, ihr seid einfach zu gesund. Hört auf damit. Oh, jetzt gibt's Sandwich. Mal da Salat drauf. Oder das hat sie extra gemacht. Ja, nom, nom, nom. Lecker. Mm, ein stinkendes Sandwich. Dankeschön. Geh in das Spielzimmer, damit wir anfangen können. Okay, wo ist das Spielzimmer? Ach so, da hinten. Mal gucken, was wir spielen. Aber wir sehen alle so süß aus. Yeah, ab auf die Rutsche. Ich kann nicht mal rutschen. Was ist das denn? Also, ihr Spiel heißt The Floor is Lava. Oh mein Gott. Sag mir nicht, wir müssen gleich hier raufspringen. Berühre den Boden nicht und lass uns sehen, wer gewinnen kann. Wo ist denn der Grinch? Soll ich nicht der Grinch da sein? Bereit, Jungs? Ich warte noch auf den Grinch, Mann. Oder kommt der noch? Kommt der in der Nacht? Go. Oh mein Gott. Okay, wir haben ja einigermaßen viel Zeit. Also eigentlich ist es machbar. Ey, das ist voll süß. Tada! Alle rauf hier. Wir machen hier jetzt gerade ein Menschen-Sandwich. Und jetzt? Ah, da schnell rüber. Okay, geschafft. Das ist aber so ein süßes Game. Wieder so ein cozy Game irgendwie, finde ich. Und hier rauf. Ich will da oben rauf. Das ist ja cool. Das war eine gute Entscheidung. Oha! Einige Ufen tatsächlich. Die Armen. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Das war gemein. Was ist das bitte für ein Spiel, wenn die alle ufen, die Kinder? Das war großartig. Jetzt sind wir nur noch so wenige, Mann. Können wir nochmal spielen? Nein. Hör auf damit. Hör auf damit. Vielleicht morgen. Es wird spät. Wer steht da hinten eigentlich? Was ist das für ein Mann da hinten? Aber wenn du jetzt schlafen gehst, können wir morgen wieder spielen. Okay, wir müssen anscheinend in unser Zimmer. Aber wer bist du? Tucket Tom. Okay, lasst uns ins Bett gehen. Ich gehe in das lila Bett. Ich will oben schlafen. Ich will oben schlafen! Was ist das? Gute Nacht. Ach so, er bringt uns ins Bett. Ich dachte, er ist ein Riesenbaby oder so. Aber anscheinend nicht. Irgendwas war hier wieder. Hat jemand das gehört? Es ist immer so in den Stories, ne? Wir haben hier Weihnachtsstrümpfe. Oh mein Gott, ich sollte vielleicht... Nee, brauche ich schon mein Regenbogenschwert? Ich glaube nicht. Ja, was war das? Riley? Ich weiß es nicht, Leute. Wir sind noch zu dritt. Es ist Grimace? Lauf? Der Grinch soll das doch sein. Ah! Was macht Grimace hier? Es sollte doch der Grinch sein. Ey, der hat's auf mich abgesehen. Der hat's auf mich abgesehen. Kann ich da oben aufs Bett? Nein. Hä? Was macht Grimace hier? Hilfe, wir ufen doch. Aber ich verstehe das echt nicht. Hä? Sollte doch ein Grinch-Update sein. Bin ich jetzt doof oder so? Alter, nein, er ist hinter mir her. Hau ab, du fetter lila Klops. Weg mit dir.
Alter, ruf mich nicht. Der spawnt sich einfach irgendwo hin, habe ich manchmal das Gefühl, ne? Und dann können wir einfach Health weg. Das ist total fies. Die hüpfen alle. Ich glaube, das wäre auch eine gute Idee, ne? Ey, sag mir, die Story ist wieder unmöglich. Der eine ruft ja fast. Ich glaube, ich hole mir mal lieber Health. Was war das für ein Lärm? Ich habe euch gesagt, ihr sollt ins Bett gehen. Riley, danke, dass du hier bist. Wir haben Grimace gesehen. Als ob sie uns das glaubt. Ich glaube nicht, dass sie uns das glaubt. Ja, es war ein böser Schneemann und er hat uns angegriffen? Sag mal, was ist das für eine Story? Ein bisschen verwirrend hier. Oh, bitte, geht jetzt zurück ins Bett, sonst spielen wir morgen nicht. Sie glaubt uns nicht. Sie glaubt uns kein Stück. Okay, das war gemein. Sie hat die Tür einfach zugeschlagen. Was ist die für eine Babysitterin? Was auch immer, Leute. Lasst uns einfach ins Bett gehen. Sonst lässt Riley uns nicht spielen. Dann gehen wir mal ins Bett. Ich will ja gerne ins Bett, aber keiner lässt mich. Wann kommt jetzt der Grinch? Kommt der noch? Ist das jetzt so ein Mischmasch aus allem? Grinch, Grimace, alles? Okay, Kinder, kommt zum Frühstück runter. Okay, wir gehen mal nach unten. Mal gucken, was es gibt. Gibt es Pancakes? Was würdet ihr gerne essen? Was ist das? Hamburger? Okay, Pizza zum Frühstück, bitte. Weh, ihr nehmt wieder ein Sandwich, Leute. Hört auf damit. Okay, der schiebt den NPC einfach weg. Weg mit Tom. Weg mit ihm. Was schon wieder Sandwiches, Leute? Was ist los mit euch? Ich hab die Geschmacksverkalkung. Nix gegen Sandwiches. Die schmecken eigentlich, aber... Hallo? Ich glaube, ich spare mir den auf, oder? Kann das sein, dass man dadurch Health bekommt? Ich spare es mir auf. Welches Spiel ist es diesmal? Ich warte immer noch auf den Grinch, Riley. Wo ist Grinch? Lasst uns Verstecken spielen. Lasst uns ins Spielraum gehen, damit wir anfangen können. Wo kann man sich dann verstecken? Da gibt's doch gar nichts. Hier ist ein riesen Fidget-Toy. Aber darin kann ich mich doch nicht verstecken, oder? Ah, dahinter. Ach so, macht Sinn. Ich suche als erstes. Also, versteckt euch. Ey, Junge, ich will auch hier versteckt sein. Okay, zu zweit gehen. Lasst uns oben verstecken. Nein! Gute Idee, lasst uns gehen. Okay, wir müssen uns oben irgendwie verstecken. Ich habe keine Ahnung wo, aber kann ich mich auch im Keller verstecken? Wo kann man sich dann verstecken? Hier ist ein Schlüssel. Kann ich den nehmen? Ich will gerne den Schlüssel haben. Kann ich mich da hinten am Bett verstecken? Wo soll man sich dann verstecken? Oh, guckt, Leute, ein Schlüssel. Ja, habe ich doch gerade schon gesagt. Wartet. Das muss der Schlüssel sein für die Kellertür. Tom hat den Schlüssel für den Keller. Dann laufen wir mal hinterher. Ich dachte, wir spielen Verstecken. Was ist das jetzt? Das ist so seltsam. Warum läuft er mit Hawaii-Klamotten rum? Wir sollten uns da unten verstecken. Das ist keine gute Idee, aber egal. Ich gehe vor. Ja, da wird sie uns niemals finden. Jetzt kommt bestimmt doch der Grinch, oder? Hier gibt es gar nichts zum Verstecken. Kann man das aufmachen? Irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier unten sein sollten. Ich will wissen, was hinter dieser riesigen Tür ist. Wer ist Tom und was ist sein Auftrag hier? Weiß es jemand von euch? Schauen wir uns das an. Jungs, come on. Oder ist er der Creator des Spiels? Kann das sein? Das hat mir auch jemand letztens gesagt. Zum Beispiel Chain ist der Creator von voll vielen Stories. Bruh. Das ist Skizze? Was? Das sieht aus wie ein geheimes Versteck. Was ist das da hinten? Immer wenn ich das denke, ne? Steht das dann da auch. Das ist aber kein Grinch. Das ist ein Schneemann. Ein böser Schneemann. Wo ist Grinch, Mann? Ist das nicht der Grinch? Grimace? Schon wieder Grimace? Nein! Und seine Waffen? Was? Okay, ich glaube, ich sollte mal lieber nicht mein Sandwich nehmen. Ich denke, wir sind in der geheimen Höhle von Grimace. Wir müssen es Riley sagen. Ich wollte doch gegen den Grinch kämpfen, Mann. Was zum... Wir sind runtergefallen. Alter, was ist los hier? Was ist das für eine Babysitter-Story? Wo befinden wir uns? Was ist das? Ich habe Angst. Tom, mach mal was. Ich habe keine Ahnung, aber wir sind die Falltür runtergefallen. Okay, irgendwie laufen alle dahin. Kommt jetzt der Bossfight? Lass uns im Tunnel gucken, ob dort ein Ausgang ist. Okay, wir schauen mal. Was ist hier? Hier ist es versperrt. Ey, sag mir nicht schon wieder Obby oder sowas, aber ich sehe schon wieder sowas Ekliges. Oh nein! Okay, wir brauchen das anscheinend nicht. Come on, bro! Jetzt das! Alter, wie reden wir mit ihm? Oh nee! Okay, wir brauchen es doch. Was sind das jetzt wieder für welche? Die anderen werden doch rufen, oder? Okay, kann ich schon mal angreifen? Zack! Nimm das! Ja, Mann. Nein, der eine ist geuft. Nein. Aber mein Schwert ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Siehst du, ich habe euch gesagt, dass ihr Krieger seid. Jetzt lasst uns in Bewegung bleiben. Okay, Tom kommt. Ich freue mich dort hinten nicht auf das Gespringe. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich bin bestimmt schon wieder zu nervös, Leute. Wir müssen irgendwie was finden, um die Bretter wegzumachen. Oh, macht das Tom schon? Nee, Tom macht das. Oh mein Gott, nein. Was? Die kann schon rüberspringen? Oh mein Gott. No way, aber die andere ist schon geruft, oder? Aber wir müssen zuerst die beweglichen Steine überqueren. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie überqueren. Okay, die bewegen sich auch noch. Oh mein Gott. Leute! Hilfe! Das schaffe ich doch nie mal. Ah! Nein, schon wieder mein Controller!
Controller, Leute. Ich habe wirklich drauf gedrückt, aber es funktionierte wieder nicht. Wir sind eh nur noch alleine. Großartig, du hast es geschafft. Jetzt lass uns in Bewegung bleiben. Schon wieder. Aber ich mach's wett, Leute. Ich schaff den Bossfight, okay? Und ich hoffe, es ist gegen Grinch. Ich dachte gerade, der wäre der Grinch. Nein, ist er nicht. Es sieht so aus wie eine Einrichtung. Für was? Wer ist das da oben? Riley. Oh mein Gott. Was ist das bitte jetzt für eine Veränderung hier? Kinder, bist du das? Was? Zum Glück haben wir dich gefunden. Wir haben dich, was, bei der Kellertür gesehen und die Höhle von Grimace gefunden? Warte mal. Wie bist du hier nach unten gekommen, Riley? Also habt ihr alles gesehen, hä? Oh mein Gott, sie ist sauer. Das war mein Geheimnis. Und ihr solltet das nicht sehen. Jetzt muss ich euch loswerden. Was? Tut mir leid, Kinder. Nein. Oh oh. Müssen wir Bossfight gegen sie machen? Was ist das? Ew, stinkende Windeln da unten was. Wir müssen durch den Vent. Das ist die einzige Hoffnung. Oh mein Gott, wie sollen wir da denn hin? Geh ohne mich. Ja, wie denn, Junge? Ich fühle mich müde. Nein, Tom. Nein. Wir lassen dich hier nicht hängen. Du musst kämpfen. Du hast uns gesagt, wir sind Kämpfer. Erinnerst du dich? Oh mein Gott, wie? Oh mein Gott. Versprich mir, dass... Was? Dass du den Grimace Shake trinkst? Dass du weiterkämpfst? Nein, Tom. Aber du bist eh nutzlos, also ist mir egal. Okay, er ist geruft. Tschüss. Oh mein Gott, 10 Sekunden. Ach so. Zum Glück ist da eine Leiter. Und geschafft. Okay, wo sind wir hierhin gelandet? In der Schaltzentrale oder was? Oh nein, wir sind gefangen. Denke, denke, denke. Denke, Mackie. Aha. Vielleicht können wir ein paar Knöpfe drücken, um diese Tür zu öffnen. Welchen Knopf kann ich drücken? Oh oh. Selbstzerstörungs-Countdown 5 Minuten? Oh nein. Beeilung. Welchen Knopf denn? Ach so. Ich kann einfach raus. Okay. Ich dachte, ich muss irgendwas drücken. Oh oh. Wir müssen gegen sie kämpfen. Und ich dachte, gegen den Grinch, Mann. Wo ist der Grinch? Wo ist Riley, der Grinch? Sieht ein bisschen so aus, ne? Sie könnte der Grinch sein. Das ist deine letzte Chance zu gehorchen. Riley ist böse. Ah! Nein, du wirst für das bezahlen, was du Tom angetan hast. Alter, jetzt sieht richtig gruselig an. Nun, du musst mich besiegen, wenn du frei sein willst. Besiege den Boss? Alter, wie soll ich das denn alleine schaffen? Ah! Das ist gar nicht mal so einfach. Alter, was ist das denn für ein Bossfight? Ah! Weil nicht, Becky. Ach so, okay. So läuft's jetzt. Ja, ich glaube, ich muss mehr vorne stehen. Jetzt können wir sie angreifen. Aber ich habe ja mein Lichtschwert. Damit müsste es eigentlich besser laufen. Eh? Warum hat sie gar kein Health verloren? Okay, ich bleibe hier vorne stehen, weil dann habe ich einen kürzeren Weg. Dann kann ich sie mehr angreifen. Warum kann ich sie nicht angreifen? Oh oh. Irgendwie kann ich gar nicht mein Schwert benutzen. Hä? Das funktioniert gar nicht so wirklich. Ich kann sie eher mit dem Baseballschläger angreifen. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott. Ich habe mir das jetzt umsonst gekauft. Das funktioniert nicht, wenn ich drücke. Hä? Kannst du nur einmal kurz treffen und das war's. Sieht überhaupt nicht weird aus. Oh mein Gott. Ah, sie greift schon wieder an. Hilfe! Riley dreht durch. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Ich mach dich fertig. Ich glaube, sie soll der Grinch sein, oder? Kann das sein? Also sie hat so ähnliche Klamotten an. Also zumindest mit grün und so viel grün. Und sie verhält sich wie der Grinch gefühlt. Sie ist sauer. Aber... ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der Grinch-Update stand. Ich habe mich eigentlich jetzt auf den Grinch gefreut. Oder es gibt ein Ende mit dem Grinch. Aber es glaube ich eher weniger. Würde irgendwie jetzt gerade keinen Sinn machen. Jetzt war ich nicht fertig. Wir haben sie erledigt. Ja, Mann. Sie ist richtig sauer. Okay, wir müssen wahrscheinlich bestimmt gleich abstimmen, oder? Ob wir ihr verzeihen oder nicht. Okay, Leute, ihr habt mich erledigt. Es tut mir leid, was ich euch allen und Tom angetan habe. Alter, du hast Tom geuft. Du hast die anderen Kinder geuft. Ich bin alleine. Was bist du für eine Babysitterin? Wir alle vertrauen dir und du hast versucht uns zu. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich weiß, Leute, und es tut mir so leid. Auf einmal. Aber bitte, lass mich hier nicht... Lass Riley bringe, Riley. Was? Lass Riley? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Ende sein wird, aber ich hoffe, wir verzeihen ihr nicht. Bestimmt haben wir ihr verziehen, oder? Das ist für Tom. Nein, Kinder, nein! Alter. Sie war böse. Sie war sowas von böse. Gutes Ende! Woo! Wir haben es geschafft! Aber leider kein Grinch. Wir hatten dafür Grimace. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber okay. Wir haben die Story geschafft. Warum habe ich so ein ekliges Pet? Ew! Lasst mich gerne wissen, ob ihr es auch schon gespielt habt. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so sehr lieb.